Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich im Studio Behnert am Bordeauxplatz. Und das aus einem sehr guten Grund. Wissen Sie, wir leben heute in einer Zeit, ich weiß nicht, wie es Ihnen daheim so geht, aber der Mensch als solcher, also ich merke das tagtäglich, nimmt an Umfang zu. Wir werden größer und zwar jetzt nicht nach oben, sondern mehr so breit- oder tiefenmäßig. Und der Wohnraum wird immer kleiner. Und wenn Sie mich so anschauen, dann sehen Sie, dass ich, also jetzt mal, wenn Sie mich mit einem Hund vergleichen würden, relativ große Augen habe. Es hat einfach damit zu tun, dass der Mensch sich in seiner Umwelt sehtechnisch sehr stark orientiert. Und darum ist es so wichtig, dass wenn man sich schon in kleine Räumlichkeiten zum Leben hineinbegibt, wenigstens den Eindruck hat, dass Sie also ein bisschen mitwachsen. Sie verstehen. Deshalb sind wir also heute hier, weil der Herr Behnert zum Beispiel, das ist jetzt kein Mensch, der sich sehr in die Breite begibt, sondern wirklich mehr so höhenorientiert ist. Aber er hat ein Rezept entwickelt und das seit geraumer Zeit, wie man zumindest optisch den Wohnraum größer gestalten kann, gell? Ja, das habe ich nicht ich entwickelt, sondern die Kunstgeschichte schon vor vielen Jahren. Mhm. In Pompeji gab es das bereits vor 2000 Jahren. Ich habe da mit Mosaiken gearbeitet, oder? Auch mit Malereien. Fresko, ja? Enkaustik, richtig auf die Wand gemalt. Und gerade die alten Leute in Pompeji, also die antiken Pompeianer, die haben ja die Wandmalerei genutzt, um die Räume auch zu vergrößern. Da ging es um Theaterkulissen, die sie immer gemalt haben. Nicht Theater spielte da eine große Rolle. Die haben zu Hause alle so ein kleines Theater gehabt. Ich meine, Pompeji war ja ein Luxuswohnort, ne? War ja Zweitwohnsitz von reicheren Leuten. Und die haben da eben Theaterkulissen in ihrem eigenen Wohnraum geschaffen. Der dritte Stil, ne, bekannt dafür, der vierte Stil, wo eben alles verstiegen und wirklich abgehoben wurde. Jetzt haben wir aber die noch relativ viel Umgebung gehabt jetzt. Einmal, das war jetzt Pompeji nicht so städtisch, wie man heute zum Beispiel es in München hat. Ne? War doch für damalige Zeit doch schon relativ verdichtet, wie man heute sagt. Ne? Das ist halt der Vesuv dann ausgebrochen ist. Dann war es besonders verdichtet, ja. Aber wir haben den immer diesem Ausdruck zu verdanken, dass der Herr Behnert das heute noch weiß und praktisch dieses Wissen an Menschen weitergibt, die bei ihm also dieses Ganze lernen. Wie lange war es eigentlich schon, dass Sie also hier Menschen beibringen, wie man perspektivisch malt, und zwar so, dass es auch zu Hause dann einen optischen Effekt erfüllt? Also nicht nur zu Hause, auch beim Kunden, wenn die Leute, die das hier lernen, die machen das ja auch so mit dem Hintergrund, das dann gewerblich anzubieten. Ach so, tatsächlich? Ja, das ist nicht nur Spaß an der Freude, sondern auch zweites Standbein oder Berufsentwicklung. Also wir haben Maler hier, Malermeister, Malergesellen, die das in ihr Portfolio aufnehmen wollen, Innenarchitekten und eben auch viele Leute, Hobbykünstler, die eben neue Betätigungsfelder suchen. Mhm. Aber oft geht das dann von alleine, wenn die Bekanntschaft das weiß und sieht oder die Leute aus dem Dorf, dann wissen, der macht das, der kann das, dann gibt es auch schon Anfragen und dann geht das schon los. Also was mich persönlich, ich bin ja praktisch neben einer großen Kirche in die Schule gegangen. Und da bin ich oftmals hinein und da hat irgendwann der Geschichtslehrer mir erzählt, ja, da waren es die Gebrüder Asam und die haben dann da ihrem Stuck, bevor sie gemalt haben, nur Quark hinein, damit er also lang frisch und nass bleibt, weil man muss in den nassen Putz hineinmalen. Ja. Also es hat auch diese Wandmalerei einen sehr großen handwerklichen Hintergrund. Also früher wo man echtes Fresko gemalt hat, ist eine Kunst, da träumen wir heute von, das kann keiner. Aber Handwerk ist es heute natürlich auch. Ich meine, man muss wissen, wie man die Farben mischt, wie man die Licht- und die Schattentöne macht, wie man komponiert, wie man den Pinsel hält. Also das ist schon Handwerk. Ich würde sagen, die Hälfte ist, oder sagen wir mal, 70% ist Handwerk und 30% ist Inspiration und Kunst. Also, das haben Sie schon gesagt. Ja, würde ich so 50% sagen. 50% hätte ich jetzt gedacht. Also wenn man zum Beispiel jetzt mal dahinter schaut, bei der Dame, die also dieses Meer malt. Ja. Also das schaut ja fast schon aus wie eine Fotografie, gell? Ja, das ist halt Technik, ne? Das nennen wir das Strichelmeer. Das Strichelmeer. Und die Dame rechts hat das Strichelmeer auch sogar noch viel feiner gemalt. Weil sie hat einen See und sie hat das Meer, die rechte Dame. Ach so, das ist... Also sehen Sie, das ist der Unterschied zwischen See und Meer. Wohnen Sie irgendwie am Meer oder haben Sie da irgendwie Verbindung? War man Seefahrer oder so? Nein, eigentlich nicht, sondern einfach durch die Inspiration vom Behnert-Seminar. Also vom Herrn Behnert und von der Frau Behnert. Man kriegt ja da sehr gute Vorlagen und man sucht sich dann eben bestimmte Themen aus. Und mir gefällt eben die Weite und einfach der große Raum und die Freiheit.
Waren Sie praktisch in der Freizeit viel Kreuzfahrten, oder? So ungefähr. Und jetzt können Sie es nicht mehr so leisten und jetzt holen Sie sich einfach das auf eine sehr günstige Art und Weise mit nach Hause. Wunderbar. Sie sind so eine kluge Frau. Das hätte man doch einfach auch mal haben können, oder? Na, also Malerei bleibt immer nur eine Malerei. Also Sie können das nicht mit einer Fotografie vergleichen, sondern es hat einfach ein besonderes Flair und eine besondere Ausstrahlung. Weil man es selber gemacht hat, gell? Na, aber allgemein, egal ob es jetzt an Ihrem Bild ist oder bei meiner Kollegin hinter mir, es hat einfach was Besonderes. Dann haben wir hier zum Beispiel jetzt genau das Gegenteil. Das ist mehr so, das sind so die kleinen Wasserfahrzeuge. Und was für ein Teil von Venedig haben Sie denn da rausgesucht? Gar nicht. Ich habe also für mich war eigentlich wichtig. Wir haben ja die lange Ausbildung hier. Für mich war es wichtig, einfach die ganzen Essenzen der Ausbildung zusammenzubringen. Und also meinetwegen wie Marmor, Vorhänge, Architektur, Graumalerei, Landschaft. Das war für mich der Hauptpunkt. Und irgendwie wurde mir Venedig aufgedrückt. Sie wissen hoffentlich schon, dass der Falkenwurf für die Leute, die davor stehen, ein ganz entscheidender ist. Dass der bei königlichen Hoheiten anders ist als bei Leuten, die so eher im Adel niederangesiedelt sind. Also, wissen Sie das? Nein, das weiß ich nicht. Aber ich meine, der Adel hat natürlich ein anderes Portemonnaie als das Bürgertum. Ja, aber das spiegelt sich im Falkenwurf der Vorhänge wieder. Ah ja, na, das wusste ich nicht. Herr Behnert, das ist für ein großes Manko. Ja. Der Falkenwurf ist ganz wichtig. Ja, weil er so dekorativ ist. Nicht, weil er dekorativ ist, sondern weil er Aufschluss über die Person gibt, die im Vordergrund steht. Der König kann ja, wenn er vor dem Vorhang steht, nicht immer Krone tragen, verstehen Sie? Nee. Deshalb ist der Falten, also in den Falten spiegelt sich praktisch der Adels, das Ding da wieder. Habe ich noch nicht gewusst, nee. Wo ist der See, wenn ich fragen darf? Der See? Das ist ein Teich. Also ein Teich. Ja. Der große Teich zwischen Europa und Amerika gelegen und heißt Atlantik. Also ich komme aus Lörrach. Was ist da rein? Und das Krütt bei uns, das ist ein Freizeitpark und wir haben so einen Teich. Aha. Und so etwas sieht es dort aus. Aha. Also man sieht es noch nicht ganz, es ist ja auch noch nicht fertig, da kommt ja auch noch was hin. Ne? Ja, ja. Und hier hinten kommen noch Bäume hin. Und dann sieht man auch, dass das ein Teich ist. Wie haben Sie das Motiv gewählt? Also wenn bei einer das Original direkt vor der Haustür liegt, man sollte normalerweise meinen, wenn man so viel investiert in so eine Kunst hinein, dann versucht man was nach Hause zu holen, was sonst unerreichbar ist. Ja, also ich habe das jetzt gemalt, weil ich wollte jetzt mal kein Meer malen, weil das haben wir schon gehabt auf dem Seminar. Das kann ich auch schon ein bisschen. Aber jetzt so ein Steg, das Thema hatte ich noch nicht. Und das Thema mit dem Teich, weil das ja auch eine ganz andere Farbe ist, ne? Dann wollte ich das mal ausprobieren. Also Sie wissen ja, Damen und Herren, am Anlegen sind schon manche Ehen gescheitert, besonders wenn der Mann ein Segler ist. Hier kann man das sehr friedfertig lösen. Wäre das ein Segelboot oder ein Elektroboot? Na, das ist ein Ruderboot, soll das eigentlich werden. Also ich wünsche für uns Gelingen, aber es ist sehr beeindruckend. Vor allem, wenn man weiter wegsteht. Also, ja, von da weitem man, wird das. Da würde man am liebsten eine Badehose anziehen und dann so... Ja. Das soll auch so sein. Haben wir eine kleine Pause und dann sprechen wir noch über ein paar andere Motive. Himmel ist auch wunderbar, aber der Teich ist schon beeindruckend. Es ist ein sehr großer Teich. Ja, ich denke, das verliert sich nachher, wenn da die Bäume sind und die Büsche. Sie haben wie gesagt, recht. Das ist noch nicht fertig. Danke. Also kleine Pause, dann schauen wir uns noch ein paar andere Bilder an. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, das ist jetzt Peter Kraus. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was er da meint. Was ist denn das? Der Karwendel ist das nicht? Ja, verstehe ich schon. Wissen Sie, der Herr Kraus, Damen und Herren, ist nicht nur Franke und Ballonfahrer, sondern er versucht auch so ein bisschen die Vorzeichen zu verkehren. Ich habe mir vorher sehr politisch mal versucht zu erklären. Herr Kraus, also wirklich wo? Wissen Sie, das Problem ist, er hat also hier so eine Silhouette von München drin, wo also praktisch links die Türme von der Frauenkirche sind und rechts herum sieht man so einen Rathausturm. Und den Turm von Heilig Geist, denken Sie, das ist Heilig Geist. Und dann malt er die Berg dahinter. Ne? Da würde jeder Erdkundelehrer würde da jetzt laut aufschreien, oder? Ja. Das ist ein Riesenschwindel, aber auf der anderen Seite ist das natürlich die Illusion, die ich mir
einfach herausnehme. Wissen Sie, was er halt macht? Er praktisch vom Marienplatz aus gesehen, siedelt er die Bayerischen Voralpen hinter Freimann an. Also praktisch da, wo Garching und Freising ist, das tertiäre Hügelland, da recken sich bei Ihnen die Alpen empor. Aber Sie sind aus Franken, gell? Ja, ich bin ein Franke. Und lieben das Bergsteigen. Jawohl, und ich liebe auch München. Darum holt er sich praktisch sein Lieblingsausfluggebiet nach Mittelfranken. Also da, wo Nürnberg ist, steht jetzt Berner die Zugspitze, oder? Ja, Nürnberg finden wir dort nicht mehr. Wo sind Sie eigentlich? Aber ja, aus der Nähe von Nürnberg. Ja. Der Glaube kann Berge versetzen. Ich als Maler kann das auch. Ja. Und ich tue das auch. Wo er nicht katholisch ist, sondern Mittelfranke. Ne? Und Sie sind Ballonfahrer, oder was? Nein, das nicht. Ich träume davon, ich möchte es mal machen. Ich war noch nicht in einem Ballon gesessen, aber erst nach der Meierei möchte ich mal eine Ballonfahrt machen. Werde ich auf jeden Fall durchziehen. Was machst du denn mit dem Büdel, wenn es fertig ist? Das weiß ich noch nicht genau. Wahrscheinlich stehe ich bei mir im Wohnzimmer, habe ich eine große freie Wand, da stehe ich einfach hin, habe ich das Gefühl, ich wohne in einem Penthouse über den Dächern von München und schaue da über München hinweg. Ich stelle mir ins eigene Wohnzimmer. Sie haben sich natürlich da ein Motiv ausgesucht, was also sehr, ich möchte mal sagen, ein Motiv ist, wo man sich so sehr stark auf die Einzelheiten konzentrieren muss. Gell? Also, ich meine, sonst passt der Haubierisserturm nicht mehr oder bei der Frauenkirche sind die welschen Hamden dann nicht mehr welsch oder der alte Bäder ist nicht mehr alt, sondern schaut relativ neu aus. Das muss man schon so sehr konzentriert nach dem Original malen, das ist richtig. Aber Sinn und Zweck der Sache ist ja auch, das so originalgetreu wie möglich wiederzugeben. Dass wie ein Blick aus dem Fenster ausschaut, ja, oder? Ja, das soll wie ein Blick aus dem Fenster ausschauen. Deshalb ist auch dieser Fensterrahmen, wird dann, sagen wir mal, wie wenn er leicht geöffnet wäre, wie wenn er offen wäre. Was abgedeckt ist, wird später das Stahlgeländer von einem bodentiefen Fenster. Das ist also, Sie stehen an einem großen Fenster und schauen über die Stadt München. Wollen Sie sich dann irgendwelche Vorlagen vom Triebenbacher oder haben Sie da eigene Entwürfe? Nein, es gibt schon einige Vorlagen, die man auch im Internet bei Fotografien findet. Ne? Da holt man sich halt solche Vorlagen. Und warum machst du das? Machst du das jetzt nur, also in Anführungszeichen nur, damit man die Wandbeerner daheim gebührend genutzt ist oder wollen Sie das dann auch noch irgendwo anders fortführen? Ja, fortführen, ähnliche Malerei, ja. Aber in erster Linie mache ich das eigentlich nur für mich. Für Sie? Das mache ich für mich. Das ist... Ich finde toll. Und wir sind Sie auf den Bäner gekommen? Also in München gibt es was in Nürnberg nicht? Nein, in Nürnberg gibt es sowas nicht. Also Atelier Bäner, das ist ziemlich in Deutschland das Einzige, das ich gefunden habe für Wand- und Illusionsmalerei. Mhm. Das hat mich interessiert und ich habe es also beim Kunstfachhandel entdeckt. Da war eine Werbung ausgelegen und das war eine Malerei, die ich schon lange gesucht habe. Mhm. Einfach, weil ich es können will, weil ich es machen will, weil ich wissen will, wie es geht. Ja, ja. Also nicht, um ein Geschäft draus zu machen. Ist klar, ist klar. Nein, wissen Sie, was ich jetzt gerade überlege, ob ich mich praktisch mit dem Gebirge hinter Freimann anfreunden könnte? Wenn es fertig ist, ganz bestimmt. Ja? Schauen Sie es an, wenn es fertig ist. Na, weil, ohne Schmarrn, ich weiß nicht, wie es einer geht, immer wenn ich nach München reinfahre, also von Nürnberg kommen, dann rechter Hand also den Glonersich und links den großen Schuttberg, dann denke ich mir, der hätte eigentlich Freunde verdient. Irgendwelche Berge, die ihm sein, so ihr Alleinsein so ein bisschen verschönern und dann erst das Gefühl geben, dass nicht die Einzigen sind. Sie wissen, was ich meine. Na gut, machen wir so. Ich mache den Plan dafür und ihr verwirklicht es dann. Dann schiebt halt noch ein paar Berge auf. Genau. Und die Stadtwerke haben dann endlich immer eine Vorlage, wie es das zeigen, in die Landschaft stehen können. Okay, ich mache den Plan dafür. Sie sind so ein guter Mensch, Herr Graus. Ich finde das wirklich toll. Also, Damen und Herren, schauen Sie sich dieses Gesicht an. Wenn Sie ihn irgendwann mal treffen, dann fragen Sie ihn, ob er noch ein paar andere Bilder gemacht hat mittlerweile. Dann haben Sie auch was Schönes für Ihr Wohnzimmer. Ich bedanke mich. Ja. Ihnen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.